Ja, das ist richtig toll, wenn man, ja, ist auch egal, wieder mal wieder getorft, Thorsten. Moin Lichtsetzer, ja, was für ein geiles Ding, was für ein geiler Dom hier, wo ich euch hier mal begrüßen kann. So, jetzt wisst ihr nämlich gar nicht, wo ich stehe. Ich stehe in einer Weihnachtsbeleuchtungskugel und diese Weihnachtsbeleuchtungskugel steht in Offenburg. Ja, ich bin in Offenburg angekommen und ich habe bestes fotografisches Wetter. Es ist dunkel, okay, Nachtfotos mag ich ja gerne, auch von einer Stadt. Es regnet und es ist kalt und mal gucken, wie lange das Ganze hier so gehen wird und ja, mal gucken, was ich in Offenburg sehen kann. Also ich weiß, es gibt hier so ein historisches Rathaus. Das möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Da werde ich euch mitnehmen und vielleicht so 2, 3 Spots machen und mal gucken, was hier so an Weihnachtsbeleuchtung ist. Das heißt, ich werde das Ganze hier natürlich auch noch vor Weihnachten veröffentlichen. Und dann habt ihr so noch ein paar Weihnachtseindrücke hier aus Offenburg. Ich war noch nie in Offenburg, also ich bin sehr gespannt. Es ist eben halt, wie gesagt, dunkel, nass und kalt. Bestes fotografisches Wetter. Also legen wir los. Wir sehen uns später. Wenn man das mal so sieht hier, sich so immer so anguckt, ja, ich bin ja nicht so der ganz große Weihnachtsfan, aber ich finde das natürlich beleuchtungstechnisch natürlich super toll. Also hinten links das eine Gebäude, das scheint ein Polizeigebäude zu sein, also ein sehr schönes Polizeigebäude anscheinend. Hier in der Mitte ist das Hotel Sonne und ich glaube rechts ist, ja, Bürgermeister für den Frieden steht davor. Ich denke mal, das ist dieses Rathaus und ich nehme euch mal an der Stelle mit und ich drehe mich mal eben ganz kurz, weil ich zeige euch mal eben kurz. Jetzt muss man mal hier, ja, also ihr seht das im Hintergrund und jetzt seht ihr hier den Weihnachtsbaum. Und natürlich kann das natürlich ein sehr ultimatives Foto jetzt werden, was ich natürlich in der Form wahrscheinlich nie an die Wand hängen würde. Aber als Erinnerung, so weihnachtsmarktmäßig jetzt zur Weihnachtszeit, in der Adventszeit hier in Offenburg mit dem Rathaus, so ein Foto habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Also ich glaube, das wird jetzt so gleich mal eine Kompensation. Ich zeige euch das mal eben durch die Kamera. Das heißt also so irgendwie so ein bisschen den Weihnachtsbaum so mit reinnehmen, hier so rüber. Also die Kompensation könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das werde ich mal versuchen. Ich habe jetzt sogar endlich mal ein Motiv gefunden. Ja, und das Problem ist, das ist so, glaube ich, auch der Treffpunkt hier in Offenburg, wo man sich dann so trifft und die Kompensation würde mir ganz gut passen. Jetzt stehe ich hier aber, glaube ich, schon gefühlte 10 bis 15 Minuten, um dieses Bild zu machen und das ohne Menschen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich drehe euch mal an der Stelle. Also das ist ja so die Perspektive, die ich eigentlich haben möchte. Und jetzt sind mal gerade keine Menschen da, aber ihr seht es rechts, jetzt steht da ein weißer Lieferwagen. Und dazu kommt noch, dass hier ständig Fahrradfahrer durchfahren. Ja, und dann ist es eben halt auch so, dass da nicht nur Fahrradfahrer durchfahren, sondern das ist eben halt auch der Zugang zu dem Weihnachtsmarkt, wo ich dann gleich ein bisschen lang laufen werde und noch ein paar Weihnachtsbilder mache. Also von daher hier ist ganz gut Traffic für so einen kleinen Ort. Und ja, ich werde noch ein bisschen mich in Geduld üben und hoffe, dass ich das Foto mal gleich einmal ohne Menschen hinkriege.
jetzt habe ich hier die ganze Zeit rumgestanden und habe endlich das Foto auch geschafft, wie ich das schaffen wollte. Ja, und während ich dann so rumgestanden habe, hinter mir standen dann so, ja, so zwei Skulpturen. Ich würde sagen, irgendwas mit Dinosaurier, da kenne ich mich nicht so mit aus. Aber ich habe da was gesehen und habe mich dazwischen informiert, da ist ein bemalter Steinlach, nehme ich da dran. Und das ist ein sogenanntes Wanderlicht. Und dieses Wanderlicht, da steht hinten auch tatsächlich was drauf, was ich also hier mal kurz einblende. Man soll also davon ein Foto machen, sich freuen und das bei Facebook nachher auch posten. Und wenn es ein Wanderlicht ist, ja, dann wird dieses Wanderlicht von dem Offenburger Weihnachtsmarkt 800 Kilometer wieder Richtung Bremen wandern. Oder wieder, würde ich ja gar nicht sagen, war wahrscheinlich noch gar nicht da, aber dieses Wanderlicht werde ich mitnehmen. Ich habe mir das kurz durchgelesen, das soll man wohl auch so tun. Ich hoffe, das ist auch alles richtig, was ich dann auf der Schnelle gelesen habe. Ja, und das werde ich in Bremen dann dort irgendwo verstecken. Das werde ich dann auch mal fotografieren und in einer Instagram-Story noch mal eben kurz erzählen. Von daher, das auf jeden Fall. Ne? Also werde ich das hier noch mal reinschneiden, wo ich das gefunden habe und dass ich den in Bremen versteckt habe. Und dann hoffe ich, dass sich dann jemand in Bremen freut und vielleicht wandert er dann noch viel, viel weiter durch die Republik. Also ich glaube, das wird einer der Wandersteine sein, die recht lange hier laufen. Ja, wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich hier die ganze Zeit so hin und her laufe, ich versuche natürlich den Besuchern des Weihnachtsmarktes so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ja, ich werde jetzt Richtung Weihnachtsmarkt gehen und werde noch vorher, bevor ich da natürlich hingehe, ich habe inzwischen noch was anderes gefunden, was ich sehr interessant finde vom Fotomotiv her. Das werde ich nochmal eben fotografieren und dann geht's Richtung Weihnachtsmarkt. Ja, das Gebäude, was ihr jetzt gerade gesehen habt und wo ich mich jetzt nochmal drehe, was jetzt im Hintergrund ist, das hier. Ich würde ja sagen, eigentlich das schönste Polizeigebäude oder Polizeipräsidium oder Polizeidienststelle, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt, steht eigentlich in Hamburg an der Reeperbahn. Das war eigentlich für mich immer das Schönste oder vielleicht auch das mit der meisten Geschichte an der Stelle, aber es ist auch sehr schön, wenn man das fotografisch mitnimmt. Jetzt muss ich sagen, in Offenburg, ich würde sagen, da ändere ich meine Meinung, das ist das schönste Polizeipräsidium, Polizeigebäude, Polizeidienststelle. Schön beleuchtet, auch ich glaube auch im Sommer, wenn das nicht so beleuchtet ist, also jetzt nicht zur Weihnachtszeit, dann ist das ein super geniales Gebäude und ich glaube, wenn man Polizist ist, man hat sicherlich nicht den tollsten Arbeitsplatz immer oder nicht die tollsten Tage, aber ich glaube, wenn man so zur Arbeit kommt und so ein schönes Gebäude sieht, ich glaube, dann freut man sich doch ein bisschen auf die Arbeit. Ja, ich gehe jetzt zum Weihnachtsmarkt, eine Kleinigkeit essen, eine Kleinigkeit trinken und versuche da noch ein paar Bilder mitzunehmen. So irgendwie Weihnachtskugeln, irgendwas, was so ein bisschen nach Weihnachten ist, so ein paar Ausschnittsfotos oder sowas. Vielleicht auch ein bisschen Streetfotos. Ich habe dann auch so eine Idee mit der Weihnachtskugel, die ihr ganz zum Anfang irgendwo gesehen habt, wo ich euch begrüßt habe. Da habe ich noch eine Idee, vielleicht mache ich da noch ein bisschen was. It's getting cold, just look at the falling snow. This season's greetings, happy meetings, oh, and a little bit of mistletoe. They're decorating the Christmas tree with a star up top for you and me. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. It's Christmas time. Way up north, they're making toys for every little girl and boy who mailed in letters, 'cause they've been better, so much better than the year before. Santa's crossing off every wish, even moms and dads have made the list. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. The sound of sleigh bells.
what would you like for Christmas? The sound of sleigh bells on reindeer only come this time of year. With Dasher, Dancer, Prancer and Vixen, run, run, Rudolph, all you will be missed when Santa Claus gets his paws on his red sleigh. When his elves hear the shouts, hear the flying on his bed. Ja, Lichtsetzer. So, das war mein kleiner Fotowalk durch Offenburg über den kleinen Weihnachtsmarkt mit der Weihnachtskugel. Ja, und ich sag mal so, das sind vielleicht jetzt nicht die Top-Fotos, aber ich habe mich sehr gefreut über den Findestein. Ja, also da werde ich mich gleich noch ein bisschen mit beschäftigen, wenn ich im Hotel bin. Ja, dann werde ich mal die Fotos ein bisschen sichten. Ja, und werde auch natürlich das Videomaterial hier sichten, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich jetzt auch wieder mit der Pocket 3 gefilmt heute Abend. Also damit ihr wisst, was die Kamera kann. Und natürlich ist ein Weihnachtsmarkt unwahrscheinlich dankbar an der Stelle, weil da natürlich viel Licht ist. Und ja, da unten war noch so ein schöner, netter Park, der schön beleuchtet ist. Den hatte ich natürlich auch noch ein bisschen fototechnisch mitgenommen. Ja, fotografisch habe ich tatsächlich heute gar nicht viel mitgehabt. Ich habe kein Stativ dabei gehabt. Ich habe auch kein Objektivtuch da dabei gehabt, also das war dann schon zwischendurch so, wo ich dann gedacht habe, okay, wie kriege ich jetzt die Tropfen von dem Objektiv runter. Dabei hatte ich die Sony 6700 und das Tamron 1770. Ja, und da war für mich heute einfach auch nur mal auszuprobieren, was kann die Sony 6700 wirklich auch in Dunkelheit. Kann ich auch sagen, also die ISO hatte ich bis 12.800 in Automatik laufen gehabt, um da mal festzustellen, wie gut das Ganze wirklich läuft. Ja, und ich denke mal, die Bilder sprechen da für sich. Sicherlich werde ich die noch ein bisschen entrauschen mit Topaz an der einen oder anderen Stelle, wenn es zu heftig ist. Aber ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier Schluss. Ich suche jetzt mal das Parkhaus wieder. Ich weiß nämlich gerade tatsächlich nicht, wo ich mich hier genau befinde. Ich habe mich ein wenig verlaufen. Und damit ich euch jetzt nicht mit dem Verlaufen hier mitnehme, sage ich, ich wünsche euch einen schönen Abend. Beziehungsweise, ganz vergessen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich den Daumen nach oben. Kommentiert auch gerne da unten für den Algorithmus von YouTube, ne? Weil umso mehr Kommentare, umso besser wird es ausgespielt. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Ja, und ich denke mal, das Ganze kommt noch vor Weihnachten. Ne? Mit weihnachtlichen Grüßen vom Weihnachtsmarkt in Offenburg verabschiede ich mich. Übrigens schon der zweite Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Normalerweise besuche ich den maximal einmal einen Weihnachtsmarkt. Jetzt bin ich schon mal zwei und einen Termin habe ich definitiv noch. So, und jetzt sage ich auch wirklich Tschüss, genug gesabbelt, genug gelabert. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Ganze schaut. Und ne, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächsten Videos mitkriegt. Tschüss, bis dann, macht's gut, euer Lichtsetzer Thorsten.